Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Was ist los? Mach schon, du gottverdammtes Monster! Tu, was du immer tust! Na los! Dann geh doch zum Teufel! Los! Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Ich habe mich heute mit einem Hundefresser geprügelt. Sein Name war Amir. Und er hatte einen kleineren Jungen schikaniert. Als seine Nase geblutet hat, haben wir Waffenstillstand geschlossen. Aber Mom sagt, ich werde zur Barbarin. Da habe ich gesagt, Eleanor jetzt auch Hunde fressen, Barbaren glücklich. Aber Mom sagt, Barbaren denken nur, sie seien glücklich, weil sie selbstsüchtig und ignorant sind. Eleanor finden, ignorant sein machen Spaß. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen, aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Fürs Erste.
Zurück zur Bahnstation, mein Junge. Willkommen im Zirkus der Welt. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamp ein paar Fragen stellen müssen. Ein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen, aber bei mir geht das nicht so leicht. Nimm dir den Hauptschlüssel und steck ihn in die Steuerungsbox in dem Ticketschalter da. Dann öffnen sich die Tore. Ihr, die ihr das Lamm Gottes schlachten wollt, niemals werdet ihr ihren Garten erreichen. Junge?
Na komm, wach auf. Ach, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du bist auf dem Torpedo ins Jenseits geritten. Ich bin jetzt im Dionysus Park. Die Bahn ist im Eimer. Überall Lecks. Der ganze verdammte Laden hier ist überflutet und abgeriegelt. Aber es gibt eine Pumpenstation hinten in der Siren Alley. Die könntest du so umfrisieren, dass der Park trockengelegt wird. Dann könntest du rein. Geh zu den Pumpen. Beeilung. Ich sehe, Pfarrer Wales hat dich von deinem Gefährt getrennt, aber du lebst noch. Gratuliere. Heute triffst du einen Mann, der den Tod nicht fürchtet. Und für Eleanor würde er mit einem Lächeln auf den Lippen ins Feuer gehen. Seht euch diesen rostigen Blechhaufen an. Macht ihn fertig, Jungs! Die Bestie Ryan schläft! Versammelt die Familie! Großer Gott, ich glaube, das war Simon Wales. Was hat er mit sich angestellt? Er und sein Bruder waren die Architekten-Raptures. Aber als Doc Lamp ans Ruder kam, hat Simon Gott gefunden. Er hat eine Art Kirche unten in der Pumpenstation.
Vermutlich bricht der jüngste Tag an, wenn du dort hinkommst. Aber keinen Kuppel. Ja, Mr. Tonband. Mom hat ein neues Sicherungssystem, damit ich nicht mehr zu Amir und den anderen Kindern kann. Aber Sicherheitssysteme sind auch nur Drähte und Lötstellen, genau wie du. Und wir sind ja jetzt gute Freunde, oder? Jedenfalls, Amir hat ein ganzes Buch über die Oberfläche. Da ist Indien drin und Irland und alles andere. Ja, genau, Mr. Tonband. Wenn du's wissen willst, ich finde Amir ziemlich hübsch. Für einen Hundefresser. Oh nein, Rückzug! Eleanor, komm sofort zurück! Unsere Engel wachen auf.